Hallo, willkommen zurück bei Familie Royce. Ja, nach dem Umbau in der letzten Folge sind wir jetzt auf jeden Fall wieder im Gameplay drin, wie ich es gesagt habe. Und ja, das ist das Kinderzimmer. Ja, der Kreativraum war natürlich sehr schön, aber wenn man ein Kind hatte, muss man auch mal Opfer bringen. Und das war in diesem Falle halt ja, der Kreativraum quasi. So, und würde sagen, wenn sich das Spiel wieder eingekriegt hat, es ist sehr schade, wie sehr das in letzter Zeit laggt. Aber mal, ich krieg das irgendwann wieder hin. Ja, wenn wir erstmal der Kleinen die Flasche geben, spielen, kuscheln, da sehe ich, ich muss hier eigentlich auch nochmal die Hautfarbe ändern, damit sie nicht so komisch im Gesicht aussieht. Aber egal. Wenn du gleich fertig bist. Oh, dann musst du die Dusche reparieren. Ja, du brauchst noch ein bisschen Spaß. Wir können dich jetzt aber nicht mehr einfach so an die Staffelei schicken. Da musst du tatsächlich das Haus verlassen. Finde ich aber auch ganz gut, so verlassen die Sims doch noch mal das ein oder andere weitere Mal das Haus. Das ist doch ganz gut, dass sie nicht immer nur zu Hause rumhocken, sondern ein bisschen sich bewegen. So, du bist hier. Warum bist du nicht auf Toilette gegangen? Ich hatte dir eigentlich gesagt, dass du auf Toilette gehen sollst, bevor du hierher gehst, aber okay. Nee. Ihr beiden sollt ausreiten gehen, genau. Ihr geht losgaloppieren. Du bist ein bisschen im Schachspiel, okay. Das reicht dann auch. Ja. Was jetzt so in nächster Zeit die Let's Plays und sowas angeht. Du kannst ja deine politischen Memoiren mal beginnen, die du ja mal schreiben solltest. Hier. Und zwar gab es ja jetzt in letzter Zeit nicht so viel, weil ich nicht so die Zeit für hatte. Und ich habe auch immer noch nicht unbegrenzt Zeit. Ich habe jetzt allerdings in nächster Zeit auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr als bisher an Zeit zum Videos machen. Deswegen hoffe ich, dass auf jeden Fall wieder regelmäßig was kommen wird. Und mein Pensum, mein Wunsch auf jeden Fall ist mindestens einmal täglich ein Video hinzubekommen. Das fände ich auf jeden Fall schon ganz gut. Ja, Julian ist hier immer noch alleine am Tanzen. Ich würde mal sagen, dann gehen wir lieber nach Hause. Ist ja. Obwohl, nee, hier ist jemand. Lisa Galligan. Aber ich glaube, die ist schon erwachsen, oder? Ich glaube schon. Ja, und werde auf jeden Fall versuchen, einmal täglich ein Video rauszubringen. Kann natürlich auch sein, dass es darüber hinausgeht. Vor allem was Pokémon angeht. Also ich versuche nach Möglichkeit über Pokémon hinaus jeden Tag ein Video zu bringen. Also alle 3 Tage natürlich Pokémon. Und dazu, wenn möglich, halt noch ein anderes Video von mir. Sei es Sims, sei es Child of Light, sei es sonst was, zu bringen. Und ja, also das ist auf jeden Fall quasi das Hauptdingens, was ich erreichen möchte. Und alles, was darüber hinausgeht, versuche ich natürlich auch. Werde ich halt jedes Mal, also jeweils mal gucken, wie ich Zeit dafür habe, quasi. Inwiefern das halt alles funktioniert. Aber da werde ich jetzt irgendwie nicht mehr so einen festen Plan anstreben oder sowas. An bestimmten Wochentagen ein bestimmtes Video hochzuladen, sondern das eher so ein bisschen flexibler zu gestalten, je nachdem, was ich halt hinbekomme, quasi. Damit ihr das so ein bisschen versteht, wie das gedacht ist. Genau, du galoppierst ein bisschen rum, mein kleiner Flame. Das machst du sehr schön. Wir sind ein Klempner geworden. Mika ist ein Klempner, das freut mich aber. So, ja, ihr kennt das ja von mir. Ich kann meine Gedankengänge nie zu Ende führen. Wir müssen uns erstmal politische Memoiren überlegen. Warum kommt mir jetzt Donald Trump in den Sinn? Ich meine, Jamie hat mit dem so viel zu tun wie, weiß nicht, ein Elefant mit einem Eisbär. So.
Wie kann man, was, ich weiß nicht, wie politische Memoiren betitelt werden könnten. Ich hab einen Titel. Auf der Schattenseite. Was auch immer es bedeuten soll. Ja, worauf will ich überhaupt hinaus mit meinen ganzen Ausführungen? Es wird bestimmt nicht mehr so 3, 4 Folgen die Woche Sims geben von jedem Projekt, sondern eher so 2, 3 Folgen. Das war quasi das, worauf ich hinaus wollte. Also nicht von Sims insgesamt, sondern, also, naja, muss ich mal gucken. Sondern vor allem halt pro Projekt. Also so 2 Folgen pro Projekt jeden Tag, denke ich mal, hoffe ich mal, wollte ich vielleicht hinkriegen. Das Ding ist aber natürlich auch, dass ich in nächster Zeit anfangen muss, ein bisschen zu planen für die Weihnachtszeit, weil ich in der Weihnachtszeit, das ist ja schon erfüllt, weil ich in der Weihnachtszeit nicht zu Hause sein werde, wie man sich das vielleicht denken kann, sondern bei meinen Eltern sein werde. Also, ich meine, das ist auch zu Hause. Es ist halt nur ein anderes Zuhause. Es ist nicht das Zuhause, wo ich bevorzugt aufnehme. Einfach weil es da ein wenig lauter ist. Weil da auch die Internetverbindung sehr, sehr schlecht ist. Ja, solche Dinge. Wir haben leider kein Einhorn gerade hier, was? Scheint jetzt gerade nicht so. Ich wollte eigentlich gerne auf Einhornsuche gehen, aber wenn keins da ist, ist das natürlich schwer. Wir können aber trotzdem erstmal hier hinreiten, einfach. Genug Energie hat sie ja. Saliera ja weniger, aber egal. Dann muss ich auf jeden Fall mal schauen, wie ich das so mache, wie viele Videos ich so hinbekomme. Kann also da sein, dass es dann wieder ein bisschen weniger wird. Ich weiß, andere Leute schaffen das dann irgendwie mehr zu machen. Ich weiß nicht wie. Aber weiß ich nicht. Ich habe dann irgendwie eher weniger Zeit als mehr. Aber na gut. Du musst dann. Ach nee, wir müssen gar nicht arbeiten. Ist morgen tatsächlich Liebestag? Ja. Das ist ja schön. Dann kannst du hier ein bisschen Hähnchen essen und dann ins Bett gehen. Und werde auch noch das ein oder andere sonstige Projekt starten. Also vielleicht noch 2, 3 andere Spiele. Wenn ihr da ein bisschen Variation in eurem Videokonsum haben wollt und nicht nur Sims bei mir sehen möchtet, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch reinschauen. Und was auch einer der Gründe sein wird, dass ich nicht ganz so viel ganz so viel Sims-Let's Plays aufnehmen möchte, ist, dass ich vielleicht ein bisschen mehr dann an Sims-Häusern arbeiten kann. Denn ich habe jetzt in meiner internetfreien Zeit, also ab heute, wo ich das aufnehme, es ist gerade Freitagabend, ihr seht das erst am Montag, ist jetzt schon ein bisschen her, aber ja, in meiner internetfreien Zeit habe ich halt so ein bisschen, also als ich halt noch keinen Internetanschluss hatte, habe ich viel gebaut und habe da irgendwie auch so ein bisschen vermisst vorher, so viel zu bauen. Und deswegen würde ich das natürlich auch gern weitermachen und jetzt nicht wieder damit aufhören. Denn wenn ich ja halt die Let's Plays mache und sowas und auch die Videos mache und hochlade und alles, dann ist das einfach ja sehr zeitaufwendig natürlich auch. Und dann kann ich nicht so viel an Häusern bauen, wenn ich stattdessen so viele Let's Plays mache. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall ein wenig verringern. Das heißt, dass zwar insgesamt weniger Videos kommen werden, dafür aber eventuell das ein oder andere Hausbauvideo mehr. Also vielleicht, ja, einfach weil ich ja merke, dass das auf jeden Fall am beliebtesten ist bei den meisten meiner Zuschauer, denke ich mal, dass das sich am Ende doch rentiert, auch wenn es insgesamt weniger Videos gibt, aber dafür mehr von denen, die halt auch wirklich gewünscht sind, würde ich mal sagen. Und es ist auch für mich ganz schön, weil ihr merkt ja, dass das Spiel ist doch ganz schön anstrengend. Das ein oder andere Mal laggt ganz schön. Und ja, wenn ich Häuser baue, laggt das auch ganz schön, aber da ist das nicht ganz so schlimm. Da geht das schon noch so einigermaßen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir haben auf jeden Fall unseren gruseligen Roman In den Augen des Opfers abgeschlossen. 428 Seiten blanker Horror. Na dann. So, ich muss hier noch ein bisschen gucken.
so Familien sind halt anstrengend, ne? Warum machst du das nicht weiter, Mädchen? Vielleicht kommt sie da nicht ran, müssen wir gleich mal gucken. So. Ist immer noch kein Einhorn da, oder? Also dieses Dingens da, dass man das irgendwie von oben sehen kann, das ist ja hier sowieso nicht der Fall. Oh, hier sind die Wildpferde. Aber das Einhorn nicht. Trotzdem mal hierher reiten. Ich glaube, wir reiten mal wieder nach Hause, würde ich sagen. Ich glaube, das bringt heute nicht mehr so viel. Hier noch weiter rum zu galoppieren. Da reiten wir lieber wieder nach Hause. Dann kann Saliera auch schlafen gehen. Ich würde sagen, du solltest auch mal in den Stall gehen. Ja, und ich habe halt auch das ein oder andere neue Konzept quasi. Was? Hä? Ist das Bild quasi schon fertig oder was? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum machst du das nicht zu Ende? Wie funktioniert das nicht ganz? Ich glaube, dann müssen wir das wegwerfen. Malen wir mal lieber nochmal ein neues großes Bildchen. Ja, ich habe das ein oder andere Konzept, dass es auf jeden Fall auch das mehr Hausbauvideos geben könnte in nächster Zeit, die ein bisschen anders geartet sind, aber die auf jeden Fall auch Hausbauvideos sind. Damit ihr auf jeden Fall auch was anfangen könnt. Nur halt eben in einer Art und Weise, dass ihr es auf jeden Fall auch ein kleines bisschen öfters machen kann. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn es dann soweit ist. Da möchte ich euch noch nicht so viel vorwegnehmen. Ihr wisst ja, ich möchte auch so ein kleines bisschen Spannung manchmal aufbauen, beziehungsweise so ein bisschen ein bisschen den Überraschungsmoment, weil es halt schade ist, wenn ich meine ganzen Ideen sofort ausplaudere und ihr sofort von allem Bescheid wisst und dann auch noch Ewigkeiten nachfragt, wann kommt das denn jetzt endlich? Dann ist es viel schöner, wenn ich euch das nicht erzähle und ihr deswegen auch nicht nachfragen könnt, wann kommt das denn jetzt endlich? Weil dann kann ich euch nur sagen, das kommt dann, wenn es kommt. Und dann erkläre ich euch auch, was es denn überhaupt ist. Und vorher wird das wahrscheinlich eher weniger passieren. Ja, das sollte euch soweit erklären, was das denn, also nicht was es ist, aber wie das Ganze so abläuft. Also ich habe ein paar Ideen in meinem Kopf, die muss ich noch umsetzen. Und soweit ich sie umgesetzt habe, werde ich sie euch dann natürlich auch präsentieren. Oh, ja, also in nächster Zeit geht es vor allem darum, ein bisschen was im Voraus zu machen. Ich werde bestimmt auch das ein oder andere Video bei meinen Eltern aufnehmen müssen, aber ich möchte es auf jeden Fall möglichst gering halten, weil es da einfach nicht so schön ist aufzunehmen und hochzuladen. Wie, ich dachte jetzt gerade eben kurz, hier steht ein Reh, aber dabei ist es die Giraffe. Es ist halt einfach nicht so schön, bei meinen Eltern aufzunehmen und hochzuladen, wie jetzt hier zu Hause in meiner Wohnung. Jetzt müssten, glaube ich, sonst alle schlafen, oder? Ich glaube ja. Jetzt sind wir hier nur noch bei Maya. Ich denke mal, die wird jetzt auch nicht mehr ewig malen. Was wird das denn für ein Bild? Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ich habe jetzt zum Glück auch endlich mal Lautsprecher, bei denen ich die Lautstärke verändern kann, beziehungsweise ich habe da noch so einen extra Kabelzusatz, mit denen ich halt einfach die Lautsprecher meiner Kopfhörer selbst verändern kann, sodass ich das Spiel deutlich leiser höre, als es jetzt standardmäßig wäre. Was bedeutet, dass ich das Spiel für euch lauter stellen kann, sodass ihr die Hintergrundgeräusche hört und ich das für mich schön runterdrehen kann, damit mich das ja nicht nervt. Das ist quasi das Positive daran und das freut mich auf jeden Fall auch sehr. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Ja. Ich denke mal, ich habe es jetzt hingekriegt, meine ganzen Sachen ein bisschen zu erklären. Ach ja, eine Sache wollte ich noch erzählen, die sogar nicht nur mit meinem Kanal, sondern auch direkt mit diesem Projekt hier zu tun hat. Endlich mal. So, ich fühle irgendwie die ganze Zeit bestimmt voll gelabert. Ich weiß es aber auch nicht wirklich viel, was ich jetzt zu alledem hier erzählen soll. Es ist halt quasi der Abend, der rumgeht. Und wir haben irgendwie nicht viel erreicht. Aber irgendwie versuche ich jetzt 15 Minuten, die alle einfach nur müde zu machen und ins Bett zu schicken. Dann sind wir auch endlich mal alle dabei zu schlafen. Außer die kleine Luena, die schläft natürlich nicht. Aber ansonsten schläft jeder.
Da können wir auch gleich mal, da kann ich euch auch gleich mal zeigen, wie das mit den Hauttönen ist. Ich habe ja der einzige Custom Content in meinem Spiel, außer halt irgendwelche Sachen von anderen Leuten, die ich ungewollt übernommen habe oder halt ungewollt in mein Spiel bekommen habe, sind ja die Hauttöne. Das Gute ist halt, sieht bei den normalen Sims gut aus. Schlechte ist, sieht bei Babys richtig gruselig aus. Guckt euch das mal an. Wie man das ändern kann, ist, indem man NRAS, Master Controller, da braucht ihr halt den passenden Mod, also den Master Controller Mod von NRAS. Nee, hier war es nicht. Was hier? Nee. Das war doch eine Profi-Funktion, okay. Und dann muss man den hier in Profi-Funktion im Creator Sim bearbeiten und dann kann man den Hautton ändern, dass das nicht ganz so eklig aussieht. Das kann man nur so ein bisschen erahnen, davon, wie das hier aussieht. Ihr seht ja da diese dunkle Fläche. Wenn man versucht, die irgendwie den Hautton zu erwischen, dass diese dunkle Fläche nicht mehr ist, wie zum Beispiel da. Versucht mal so ein bisschen auf eine ähnliche Hauttönung zu bekommen wie vorher. Dann sieht das Kind auf jeden Fall ein bisschen besser aus, glaube ich. Wir können es ja gleich nochmal gucken. Also ich finde, das sieht so doch schon ein bisschen besser aus. Da. Es hat zwar irgendwie komische Augen, es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Reptilienaugen, aber es sieht an sich ganz okay aus. Und darauf kommt es ja nur an. Ja, also heute ist so ein bisschen Laberstunde, wie ihr schon sehen könnt. Aber wie gesagt, es ist irgendwie auch nur Abend, Nacht. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge ein bisschen was schaffen, hoffe ich mal. Ich habe auf jeden Fall mir ein, zwei Dinge vorgenommen, die ich dann am Liebestag machen wollte. Ja, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass ich ja auf jeden Fall auch irgendwann mal mit dieser Familie wieder umziehen werde. Vor allem, da halt diese Stadt hier nicht so ist, wie ich sie mir erhofft hätte. Sie ist nicht ganz so lebendig, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Und sie laggt halt auch. Also ich meine, das war zwar von Anfang an so ein bisschen so, aber man weiß ja auch, dass je länger man, oder ich weiß ja auch, dass je länger man in einer Stadt spielt, sie umso verbuggter und laggier ist. Deswegen ist das auf jeden Fall ganz gut, wenn man immer mal wieder die Stadt wechselt. Vor allem, wenn man halt so über so längere Zeit spielt wie ich. Deswegen gab es ja auch schon den ein oder anderen Umzug hier mit unserer Familie. Liegt einfach daran, dass das Spiel sonst irgendwann nicht mehr spielbar wäre. Wenn wir jetzt immer noch in Ann Arbor. Ihr kennt ja vielleicht noch die Probleme, die wir da haben, wer so lange schon dabei ist. Dass ich da teilweise nicht mal in die Stadtansicht gehen konnte, weil da das Spiel immer abgestürzt ist. Ja, das liegt halt einfach daran, zum einen an der Welt auch so ein bisschen. Das ist halt doch eine sehr anspruchsvolle Welt. Und zum anderen aber auch daran, je länger man mit der Stadt spielt, desto verbuggter wird die. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall auch das nächste Mal, also wenn wir jetzt wieder umziehen hier mit der Familie, wird dann auch in der, also es wird auch einen bestimmten Zeit, es wird auch ein bestimmter Zeitpunkt sein, eine bestimmte Konstellation geben und alles. Ich möchte dann die Familie irgendwann aufteilen wieder. Und da werden wir dann auf jeden Fall einen Umzug machen. Auf jeden Fall möchte ich da wieder in die EA-Stadt gehen. So wie wir jetzt auch das Moonlight Let's Play, natürlich im Moonlight Falls haben, wie der Name schon sagt, möchte ich dann auch Familie Reuss umsiedeln in irgendeine EA-Stadt. Ich weiß nur noch nicht genau, welches sein soll. Also soll halt jetzt, ich denke mal, wir werden jetzt eher weniger so eine Großstadt nehmen, wie Bridgeport oder sowas. Bridgeport ist auch ziemlich laggy. Isla Paradiso nehmen wir aus demselben Grund auch nicht, weil die auch ziemlich laggy ist. Würde aber auch gar nicht zur Familie passen, finde ich. Ich dachte, ich meine, Appaloosa Plains kommt da natürlich in Frage, wegen den ganzen Tieren, weil Familie Reuss ja auch eine sehr tierfreundliche Familie ist. Muss aber nicht unbedingt. Ich habe halt schon viel in Appaloosa Plains gespielt. Deswegen, was ich mir überlegt habe, wo ich halt auch noch nicht viel gespielt habe bisher, ist Starlight Shores. Da könnte man natürlich hingehen. Da ist ja auch einiges an Platz. Es ist ja doch auch schon mit viel Innenstadt und so. Aber ja, könnte man trotzdem machen, finde ich. Du hast ja einfach ein Gelee-Sandwich. Könnte man ja trotzdem machen. Weil es ja trotzdem auch andere Räume dort gibt. Ich
glaube aber nicht, dass das ganz passen würde zu den Pferden, zu den ganzen Tieren und alles, die wir dann haben werden. Ich glaube, da ist es doch ein bisschen zu wenig Platz noch. Ich dachte auch an Riverview. Ich weiß nicht, ob ihr die Stadt kennt. Die gibt es kostenlos im Store und die brauchen nur das Hauptspiel. Die ist ganz cool eigentlich. Da, also die hatte ich überlegt, eventuell zu nehmen, weil ich die ganz, ganz cool finde, weil ich da auch früher gern drin gespielt habe, aber natürlich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Das wäre so eine Idee von mir, was man machen könnte. Hast du deine Hausaufgaben eigentlich gemacht? Nein! Oh mein Gott, zum Glück ist heute Liebestag, Junge. Jetzt wärst du aber angeschissen worden von mir. ja. das wäre halt eine Idee quasi, dass das Riverview, was gäbe es noch? Was gäbe es denn noch? Ich überlege gerade. Ach ja, Twinbrook habe ich auch super gern früher drin gespielt. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich fand die Stadt so cool. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand es einfach schön. Ich glaube, es war, glaube ich, nicht meine erste Abwechslung zu einer normalen Stadt. Es war einfach, ich weiß nicht, war ganz cool. Ich habe da auf jeden Fall sehr gern drin gespielt in der Stadt. So, das könnte man sich auch überlegen. Ich glaube, das sind auch schon die Hauptwelten. Also Moonlight Falls und sowas passt natürlich nicht. Und die ganzen Store-Welten, da würde jetzt als einziges so wirklich, glaube ich, Monte Vista ein bisschen passen. Aber ich glaube, das ist doch zu speziell. Es ist jetzt nicht so, als würde Familie Reuss plötzlich nach Italien auswandern. Das wäre doch irgendwie ein wenig überraschend, könnte man sagen. Glaube ich. Also ich glaube nicht, dass die jetzt einfach so mal nach Italien auswandern. Deswegen eher weniger eine Store-Stadt, sondern wirklich halt. Also ich meine, Store-Stadt sind ja auch EA-Welten, würde auf jeden Fall auch passen zu meiner Idee, die ich da habe, um da ein bisschen den Lag zu vermeiden. Aber lass mal den Jamie einen Kaffee trinken. Aber ich glaube, das ist nicht so das Richtige, was passen würde. Ich denke mal, also ich finde Riverview eigentlich eine richtig coole Idee. Das ist wie Appaloosa Plains, nur anders. Also ich würde ja zwischen den beiden so ein bisschen schwanken. Ich glaube, Twinbrook ist nicht ganz so. Da gibt es ja halt nicht so viele Grundstücke. Da würde man ein bisschen in Bredouille. Ich weiß gerade gar nicht. Also ja, also es wäre halt nicht so einfach. Ja, alle möglichen Grundstücke unterzubringen, die man halt da so unterbringen möchte. Wo ich das gerade sehe, fahren lernen. Eigentlich könntest du heute gern mal fahren lernen, mein guter Julian. Das könnte man schon machen. Ja, da bin ich halt quasi noch am Überlegen, weil ich natürlich auch möglichst früh das schon vorbereiten möchte. Die Stadt natürlich auf den neuesten Stand bringen möchte. Alle möglichen Grundstücke hinpacken, Clubs, alle möglichen Läden, die man halt so braucht. Vielleicht noch die ein oder andere zusätzliche Familie, damit wir nicht ganz so eingeschränkt sind und ich auch die ein oder andere neue Familie kennenlerne, weil ich habe viel in Drinrock gespielt, ich habe viel in Appaloosa Plains gespielt. Ich kenne schon ziemlich viele der Familien, die dort leben. Deswegen wäre es ganz cool, auch mal die ein oder andere neue kennenzulernen. Müsste man halt mal gucken. So, wir haben auf jeden Fall wieder einen imaginären Freund bekommen für Luena. Yippie. Ist jetzt nicht so mein Fall. Aber okay. So, was kannst du denn als Frühlingsoutfit? Wie viel Grad denn? In 12 Grad. Na, dann behalten wir das an. Obwohl, nee, das ist nicht frühlingshaft genug. Zieh mal ruhig das an. Kannst du dich mit den Fischis beschäftigen. Und es ist bei so vielen Sims ist es schwer, irgendwie mal ein Ende zu finden, weil man irgendwie immer wieder was machen kann. Mit dem Sims irgendwie was Neues machen kann.
Ja, wir fragen erstmal unseren Mann, ob er gut geschlafen hat. Oder ja doch. Wie früh ihr alle schon wach seid, ey. Ja, der Wahnsinn. Mika ist die Einzige, die ein bisschen ausschläft und das nur, weil sie sich nachts ein bisschen um das Kind gekümmert hat. Aber wow, die sind echt früh wach alle. Ja, ich würde aber jetzt mal sagen, beenden wir die Folge. Ich habe so viel gequatscht heute. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch das überhaupt alles anhören wollt. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge mich mehr dem Gameplay widmen. War jetzt aber auch nicht allzu spannend, das Gameplay, muss man sagen. Und ja, dann weiß ich nicht, wenn ihr da irgendeine Meinung zu habt, zu all dem, was ich so erzählt habe, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wie gesagt, dann widmen wir uns wieder ein bisschen mehr dem Gameplay. Keine Sorge. Und ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, ob hier oder an anderer Stelle. Ciao.